Ich habe eine noch eine Buchbesprechung für euch. Ich habe ja neulich mal über Prokopius gesprochen im Zug, über die Vandalenkriege. Und ich habe jetzt noch das Buch Die Anekdoten von Prokopius oder auch genannt Die Geheimgeschichte einer Tyrannis. Es sind also Anekdoten, Begebenheiten aus dem Leben des Justinian und der Theodora. Das ist das Herrscherpaar im 6. Jahrhundert im Oströmischen Reich, in Byzanz. Und Prokopius war der Schreiber von Belisar, des Generals von Justinian, also dem Oberbefehlshaber der byzantinischen Armee. Er hat die ersten Bücher, die er geschrieben hat, relativ neutral geschrieben. Als er der Schreiber des Generals war, hat er die Geschichten, quasi die Chronik der Kriege von ihm beschrieben, ja, den Perserkrieg, den Vandalenkrieg, den Gotenkrieg, und hat das relativ, hat ihn da relativ positiv dargestellt in Belisar und die byzantinische Armee. Dann hat er ein Buch geschrieben über die Bauwerke, die Justinian in Byzanz errichtet hat, und da hat er ihn auch gelobt über alles, was er für ein großer Bauherr ist. Und in den Anekdota, da zieht er aber dann richtig vom Leder. Da sagt er dann am Anfang, dass er gar nicht die Wahrheit schreiben konnte, während er noch im Dienste stand und während das Herrscher-Ehepaar noch lebte, weil es ihm sein Leben gekostet hätte. Ja? Ich kann das ja mal kurz vorlesen, die Vorrede. Alle kriegerischen Erfolge des römischen Volkes bis zur Gegenwart habe ich in meinen Werken mit tunlichster Berücksichtigung der zeitlichen und örtlichen Zusammenhänge jener Ereignisse auf das Sorgfältigste dargelegt. Die vorliegenden Berichte aber halten sich nicht an den gleichmäßig fließenden Ablauf der Geschichte, denn was ich hier vorbringe, ist bunt zusammengewürfelt, wie es sich eben irgendwo in dem weiten römischen Imperium ereignet hat. Der Grund meiner Darstellungsweise liegt in folgendem. Es ist nicht möglich, dies alles noch bei Lebzeiten der Täter zu veröffentlichen. Ich könnte der Schar der Spitzel nicht entgehen und müsste im Falle meiner Entdeckung eines schmählichen Todes sterben. Nicht einmal mit der Verschwiegenheit meiner nächsten Verwandten darf ich rechnen, sodass ich mich genötigt sehe, die Ursachen vieler Ereignisse zu verschweigen. Daher werde ich wohl zwangsläufig sowohl bei den übergegangenen wie auch den schon erzählten Geschehnissen immer wieder auf den wahren Sachverhalt zurückgreifen müssen, indem ich mich nun der neuen, äußerst lästigen und schwierigen Aufgabe, noch einmal auf das Leben Justinians und Theodoras zurückzukommen, unterziehe. Steht hauptsächlich das eine zu befürchten, dass alles das, was in der Gegenwart niedergeschrieben wird, der Nachwelt, wegen der langen Zeit, die seither verflossen ist, vielleicht weder glaubhaft noch wahr, noch des Interesses würdig erscheinen könnte. Ich fürchte daher, in den Verdacht zu kommen, Märchen erzählt zu haben und unter die Tragödiendichter eingereiht zu werden. Indessen scheue ich trotzdem nicht davor zurück, diese recht undankbare Arbeit auf mich zu nehmen, denn ich hege die Überzeugung, die Wahrhaftigkeit meines Berichtes mit untrüglichen Beweisen untermauern zu können. Eines ist gewiss, meine Zeitgenossen sind untadelige Garanten für die Vorfälle der Gegenwart. Sie werden es darüber hinaus auch für alle Zukunft sein. Also, ja, ich lese es noch weiter. Trotzdem beschäftigte mich lange Zeit während dieser Arbeit ein weiterer Einwand. Ich überlegte, ob es nicht besser sei, diese Erzählungen der Nachwelt überhaupt nicht zu übergeben. Denn oft erscheinen Schanddaten, wenn sie Tyrannen zur Kenntnis gelangen, erst recht nachahmenswert. Ist es doch eine Binsenweisheit, dass die Mächtigen infolge der Mängel in ihrer Erziehung in der Mehrzahl der Fälle sich gerade daran ein Beispiel nehmen, was frühere Geschlechter Verwerfliches begingen. Ja, sie sehen in solchen verbrecherischen Handlungen gleichsam eine Richtschnur und Ermunterung für ihr eigenes Vorgehen. Trotzdem hoffe ich sicher, dass durch die Schilderung jener Ereignisse alle, die später einmal der Machtrausch der Tyrannis reizen sollte, durch die Erkenntnis, dass sie der Sühne für ihre Untaten nicht entgehen und durch die Schicksalsschläge, die solche Übeltäter straften, doch gewarnt werden. Sie müssen erkennen, dass ihre ruchlose Handlungsweise einmal aufgezeichnet für alle Ewigkeit klar zutage liegt und dadurch noch abgehalten werden, gegen göttliches und menschliches Recht zu freveln. Wie hätte denn die Nachwelt von dem verwerflichen Leben einer Semiramis, eines Sardanapal, von dem Wahnwitz eines Nero erfahren können, wenn die Schriftsteller jener Zeiten geschwiegen hätten? Für alle Opfer solcher Taten aber erscheint ein Urteil über jene Tyrannen nicht ohne Gewinn.
Denn die Unglücklichen, Erniedrigten und Beleidigten haben dadurch Gelegenheit, sich mit dem Bewusstsein zu trösten, dass die Leiden, die sie selbst durchmachten, auch schon von anderen erduldet worden sind. Aus diesen Beweggründen will ich mich vorerst mit den Untaten Belisars beschäftigen und dann von den Verbrechen Justinians und Theodoras erzählen. Also er beschreibt quasi Anekdoten aus dem Leben Belisars, des Generals, und aus dem Justinians und Theodoras. Und er ist also nicht mehr verpflichtet, sie zu loben und die Byzantiner als die heiligen Vertreter Gottes auf Erden darzustellen, die das wahre Christentum verbreiten, sondern erzählt eben die Wahrheit, dass sie eben nicht im Vandalenkrieg in Nordafrika mit offenen Armen von der Bevölkerung empfangen wurden, sondern dass sie dort ja alles niedergemetzelt haben, was ihnen in den Weg kam, und dass Nordafrika danach komplett entvölkert war. Und er beschreibt auch, dass zum Beispiel die Entvölkerung Italiens nicht durch den Einfall der Barbaren, der Germanen passiert ist, sondern durch die Kriegführung Belisars, der dort durch seine Requisitionen und seine Beschlagnahmungen von Nahrungsmitteln und so weiter, durch Rekrutierungen der örtlichen Bevölkerung und durch Niedermetzeln von Menschen, durch seine rücksichtslose Kriegführung das Land entvölkert hat. Ja? Und nicht die Germanen, die angeblich die Barbaren waren. Dann genauso mit der Religion. Also die Barbaren, die Germanen, die Vandalen und Goten waren quasi arianische Christen. Und ich glaube, ein Hauptaspekt des Arianismus war, dass sie Jesus nicht als göttlich angesehen haben, sondern dass Jesus für sie halt ein Prophet war, ein heiliger Mann, aber kein Gottessohn oder sowas. Und die ganze Dogmatisierung des Christentums, die hat zum Beispiel Justinian vorangetrieben, und er hat es nur gemacht, ja, er hat nur Ketzer und so, angebliche Ketzer, verfolgt, weil er sich deren Besitztümer aneignen wollte. Also Justinian hat mit allem, was er getan hat, versucht, die Menschen zu enteignen, den Mittelstand zu vernichten, die Händler zu enteignen und jedem, der irgendwas hatte und der noch einigermaßen rechtschaffend war und irgendeinen Status hatte in der Gesellschaft, den hat er quasi vernichtet. Und die einzigen, die er am Leben gelassen hat und mit denen er sich umgeben hat, waren Leute, die so gedacht haben wie er selbst. Also rücksichtslose Machtmenschen und heuchlerische Vollidioten sozusagen. Mit solchen Leuten hat er sich umgeben, von denen hat er sich einwickeln lassen. Und Leute, die aufrichtig waren und die tatsächlich irgendwas für den Staat machen wollten und für die Allgemeinheit und die wirklich ehrenvoll und ehrlich handeln wollten, im Sinne der Allgemeinheit, die hat er über die Klinge springen lassen und vernichtet. Ja? Weil er immer natürlich Angst haben musste, dass, wenn sich genug Rechtschaffende zusammentun, dass sie ihn dann absetzen. Ja? Und hier steht, dass es werden hier quasi hunderttausende verschiedene Anekdoten und Beispiele erzählt, wie er das Reich zugrunde gerichtet hat. Ja, nur ein Beispiel: Er hat das ganze Militär zugrunde gerichtet, indem er den Sold immer weiter abgesenkt hat, indem er Boni für betagte Generäle und Offiziere gestrichen hat. Ja, also alles, wo man zum Beispiel früher gesagt hat, wenn einer schon 10 Jahre in der Armee ist, dann kriegt er eine Solderhöhung oder so. Also quasi Anreize, die für Loyalität sorgen und für so einen Leistungsdrang, ja, dass man sagt, ich möchte was leisten, ich möchte aufsteigen in der militärischen Leiter, ich möchte für mein Land kämpfen und habe davon auch was. Das wurde alles gestrichen. Ja, und stattdessen hat er irgendwelchen Barbaren, den Hunnen oder was weiß ich wem, Tribute in den Rachen geworfen. Ja, die sind im Osten halt eingefallen in das Reich, haben Dörfer und Städte geplündert und Sklaven weggeschafft und Reichtümer. Und denen hat er immer mehr Tribut gezahlt, damit die aufhören damit. Aber die haben natürlich damit nicht aufgehört, sondern das hat sie natürlich noch mehr ermuntert, noch weiterzumachen. Und denen hat er alles in den Rachen geworfen. Und die eigene Bevölkerung hat er halt ausgebeutet ohne Ende, um das alles zu bezahlen. Und das ist nur ein winziges Beispiel. Ja? Belisar, der Feldherr, der wird hier beschrieben, dass er halt vollkommen von seiner Frau abhängig war, die eine totale Hure auch war, die ihn betrogen hat überall. Sogar mit ihrem eigenen Adoptivsohn hat sie ihn betrogen, vor aller Öffentlichkeit. Und Leute, die ihm das noch davor gewarnt haben, ja, also seine treuesten untergebenen Generäle oder Diener, die ihm dann davon berichtet haben, was seine Frau unter seinem Rücken alles treibt, die wurden dann halt noch umgebracht von ihr, weil natürlich irgendwann dieser Verrat sozusagen der Frau zu Ohren gekommen ist.
und sie die dann dafür bestraft hat. Ja? Auf schlimmste Art und Weise, was sich vier geteilt oder was weiß ich, zerstückelt und ins Meer geworfen. Also die Leute damals haben die schlimmsten Gräueltaten begangen und ein Menschenleben zählte in dieser Zeit überhaupt nichts. In Byzanz gab es diese zwei Parteien, das beschreibt er, die Grünen und die Blauen, die im ständigen Krieg waren miteinander auf der Straße. Das waren quasi so Straßengangs, die ja dann auch in der Politik eine Rolle spielten. Und man musste sich entweder einer dieser beiden Parteien anschließen und sonst war man vogelfrei. Ja? Da wurde man wurde gezwungen, sich einer Partei anzuschließen. Wenn du dann aber zu den Grünen gehörtest, warst du eben auf der Abschussliste der Blauen und wurdest einfach massakriert, ja, oder umgekehrt. Also es war ein absolutes Bandenwesen auf den Straßen. Es gab überhaupt keine Sicherheit. Man war sich seines Lebens nie sicher in dieser Zeit. Und all diese Dinge hat Justinian und Theodora haben das forciert, ja, und haben das ausgenutzt und haben absichtlich Zwietracht gesät unter der Bevölkerung, damit sich überhaupt gar nicht erst irgendwelche Widerstand gegen sie formen kann. Dann wird heutzutage Theodora ja öfter mal dargestellt als eine weise Herrscherin, die sich für das Recht von Frauen eingesetzt hat, weil sie ja eine Prostituierte war, eine die quasi aus der untersten Ebene der Gesellschaft aufgestiegen ist zur höchsten Macht, ja, und sich dann für das Recht der Frauen und der entrechteten Prostituierten oder was weiß ich einzusetzen. Ja. In Wirklichkeit war sie einfach nur eine absolut egoistische Schlampe, ja, kann man nicht anders sagen. Sie hat von frühester Kindheit an mit jedem, wie sie gerade Lust hatte, rumgevögelt und hat sich quasi buchstäblich auf der Machtleiter hochgevögelt, ja, und hatte überhaupt keine Rücksicht über irgendwas. Und ist quasi immer nur ihrem eigenen Drang gefolgt. Ja. Und es ist interessant, weil das wird ja heutzutage auch propagiert in der Welt, dass man seinem Gefühl folgen soll, ja, dass man freie Liebe, dass man, wenn man eben mit dem Freund oder der Freundin nicht mehr klarkommt, dann soll man sich halt trennen und sich eben eine neue suchen, die einem gerade Spaß macht und so weiter. Ja, man soll nicht keine festen Bindungen eingehen oder heiraten oder so, ja, sondern man soll immer schön seinem eigenen Drang, sexuellen Drang oder seinen Gelüsten nachgehen. Und was passiert, wenn man das von frühester Kindheit an macht, so wie es ja heute auch propagiert wird? Dass man wird dadurch quasi ein Sklave seiner eigenen Gefühle, ja, seines Dopamin-Haushalts, also das Dopamin im Körper, das, was dein Glücksempfinden verursacht. Und dass du kannst davon abhängig werden und du wirst niemals zufrieden sein, wenn du immer nur deinen eigenen Trieben folgst. Ja? Es ist quasi ein Fass ohne Boden. Du kannst deinen Drang nach mehr und nach höheren Kicks sozusagen, ja, nach Drogen, das ist wie so eine Droge, du kannst diesen Drang nicht befriedigen. Ja? Da sind Drogenabhängige halt ein sehr gutes Beispiel dafür, Alkoholiker oder Kokainabhängige. Und sexuelle Reize beispielsweise oder Fresssucht oder was weiß ich, Luxussucht, ist genau das Gleiche. Ja? Materielle Lüste kann man nicht befriedigen. Und das führt dann so weit, dass wenn du dann so oben in der Macht stehst und du bist immer noch so egoistisch eingestellt, dann gehst du halt über Leichen. Dann schlachtest du nur für deinen eigenen Vorteil und für aus irgendwelchen momentanen Launen heraus schlachtest du deine treuesten Untergebenen ab, opferst deine ganze Bevölkerung, enteignest die Leute, und nur um weiter deinem Egoismus und deinem angeschlagenen Ego irgendwie zu dienen. Ja, wenn dir zum Beispiel irgendjemand die Wahrheit ins Gesicht sagt über irgendeinen Fehler, den du begangen hast, dann siehst du nicht ein, ja, das war ein Fehler, das sollte man vielleicht beim nächsten Mal besser machen. Nein, dann fühlst du dich persönlich angegriffen und schmeißt denjenigen in den Kerker, lässt ihn foltern oder bringst ihn einfach um, weil er dich persönlich angegriffen hat. Und das war der Zeitgeist damals, ja. Dass man nur noch, dass man bloß nicht dem anderen auf den Schlips tritt, ja, bloß nicht jemanden kritisieren, der Macht hat, weil dann könnte man ja selber über den Jordan gejagt werden, ja. Sondern immer schön die Fresse halten und immer schön das machen, was von einem erwartet wird. Und das war eben nicht ehrenvoll zu handeln im Sinne der Allgemeinheit, sondern ausbeuterisch zu handeln und rücksichtslos, ja. Weil Theodora und Justinian, die hatten dann schon so ein Gespür dafür, wenn jemand rücksichtslos war, dann, ja, war er quasi auf der gleichen Wellenlänge wie sie und konnte ihnen auch nicht groß schaden, als jemand, der vielleicht rechtschaffend war, ja, und der eventuell Widerstand gegen sie hätte organisieren können.
also die Rücksichtslosigkeit war quasi der Zeitgeist. Und er schreibt hier, Prokopius schreibt, dass in der Zeit der Regierung Justinians und Theodoras an die 100 Millionen Menschen vernichtet wurden im Römischen Reich. Ja, und ganze Landstriche entvölkert wurden, ja, wie zum Beispiel Italien oder Nordafrika. Und dass sie quasi alles, scheinbar alles in ihrer Macht Stehende getan haben, um so schlecht wie möglich zu regieren, ja, und um so viel Schaden wie möglich anzurichten. Und ich muss sagen, ich habe ja auch schon in vielen verschiedenen Jobs gearbeitet und aus meiner persönlichen Erfahrung muss ich sagen, ich glaube diese Darstellung, weil ich habe solche Menschen kennengelernt, ja. Solche Chefs, die vollkommen egoistisch handeln und mit denen man nicht normal, rational reden kann und wo es nicht darum geht, dass man gut zusammenarbeitet, dass man die Firma nach vorne bringt, sondern wo es nur darum geht, Ja und Amen zu sagen vorm Chef und wo der Chef den Leuten am meisten traut, die ihn übers Ohr hauen wollen und die, die für ihn wirklich arbeiten, für die hat er nichts übrig. Ne? Die Leute, die sich für ihn aufopfern, die jahrelang für ihn arbeiten, alles für ihn tun, die werden einfach nichts rausgeschmissen und irgendwelche Halsabschneider, die ankommen und die nur Geld verdienen wollen, denen wird der rote Teppich ausgebreitet und für die wird alles gemacht. Also ich kenne solche irrationalen und erratischen Charaktere und ich weiß, dass das real ist. Ja. Und wenn solche Leute an die ganz, ganz oben an die hohe Macht kommen, ja, dann kann man wirklich sagen, dann Gnade uns Gott. Ja. Und das Beunruhigende ist, dass heutzutage die ganze Gesellschaft genau in diese Richtung drängt, ja, in die Richtung des Egoismus. Und obwohl alle immer sagen, Egoismus ist schlecht und obwohl alle immer die Empathie predigen und so weiter, tun sie aber eigentlich genau das Gegenteil. Ja. Mit der ganzen Politik wird anscheinend versucht, systematisch das Land und die Gesellschaft zugrunde zu richten. Ja. Unter dem Vorwand der Menschlichkeit werden die Familien immer weiter zerstört, werden Menschen dazu angehalten, ihre eigene Familie zu verleugnen und nur ihren persönlichen sexuellen Trieben zu folgen oder ihrer Karriere. Ja. Und anstatt so eine Einigkeit in der eigenen Bevölkerung zu propagieren, wird der Hass auf die eigene Bevölkerung propagiert, auf die eigene Geschichte, auf das eigene Volk. Und es werden immer mehr Menschen von überall auf der Welt nach Deutschland gebracht, um irgendwie so eine größtmögliche Durchmischung zu erzeugen, die natürlich eine größtmögliche, einen größtmöglichen Zwist eigentlich generiert in der Bevölkerung. Ja. Und das aber alles unter dem Vorwand der Menschlichkeit und der Empathie und des Zusammenarbeitens und der Solidarität. Ja. Unter diesem Vorwand wird genau das Gegenteil anscheinend systematisch betrieben. Ja. Und die Kontrolle über die Politik nimmt immer mehr ab. Also es scheint immer mehr dann auch zu solchen erratischen und mit dem Zufall überlassenen Strukturen zu kommen. Ja. Keiner hat mehr irgendwie den Drang, etwas für dieses Land zu tun. Ja, alle schwimmen nur noch so mit und gucken halt mal, was passiert. Ja, aber keiner setzt sich mehr wirklich dafür ein. Ja, das sind wirklich dann nur noch die ganz Gehirngewaschenen, die gerade von der Schule kommen und die immer noch glauben, wir leben in dieser tollen Demokratie, ja, wo das Wohl des Menschen irgendwo im Vordergrund steht. Ja, und die setzen sich dann fanatisch genau für das ein, was ihnen eben gerade noch propagiert wurde, nämlich die ganze Massenimmigration und so. Ja. Die merken aber nicht, dass genau das eigentlich das Problem ist und dass genau das dazu führt, dass es immer beschissener wird. Ja. Was kann man sagen? Man kann sagen, wenn man jetzt die momentane Situation kritisiert, wie chaotisch das hier gerade alles wird, wenn man sich mal die Geheimgeschichte durchliest von Prokopius, dann sieht man, dass es noch wesentlich schlimmer kommen kann. Ja, dass wir noch lange nicht am Ende sind. Ja. Und dass man, wenn wir jetzt nicht langsam die Kurve kriegen und wieder einigermaßen moralisch agieren und nicht so egoistisch und nur Partys und was weiß ich nicht alles, saufen, ja, Scheiß auf die Welt, rumreisen, Karriere, ja, rumhuren. Wenn wir damit nicht aufhören, es wird immer schlimmer und es kann auch wesentlich schlimmer werden. Wesentlich schlimmer. Wo dann das Menschenleben gar nichts mehr zählt. Und das ist dann eher vergleichbar mit dem, was beispielsweise im Kommunismus auch
gang und gäbe war, ja, diese Rücksichtslosigkeit der einzelnen Personen gegenüber im Bolschewismus. Das ist eher noch vergleichbar mit dem, was hier beschrieben wird. Prokopius geht so weit zu sagen, dass Justinian nicht mal menschlich gewesen sein soll. Ja, also es gibt quasi Berichte und Anekdoten über ihn, über die Leute, die ihm gedient haben oder die um ihn herum waren, die davon berichtet haben, dass er, was weiß ich, nachts sein Gesicht irgendwie so verwandelt hat, ja, und sich dann in so einen Dämon, in so eine Dämonenfratze verwandelt hat, oder dass plötzlich sein Kopf im Raum rumgeschwebt ist, um sich dann wieder auf seinen Körper zu setzen. Oder es wird berichtet, dass er anscheinend nie geschlafen hat. Man hat ihn nie wirklich ruhen sehen. Er ist die ganze Nacht irgendwie rastlos in seinem Palast rumgewandert und hat nie geruht, ja, während Theodora Orgien gefeiert hat und nachmittags um 2 irgendwann aufgestanden ist, ja. Der Fürst der Dämonen heißt das Kapitel. Justinian und Theodora brachten auf die eben geschilderte Weise das Vermögen aller jener an sich, die im Rufe großen Reichtums standen, und zwar sowohl in Byzanz wie in jeder anderen Stadt. Ausgenommen waren lediglich die Mitglieder des Hohen Senates. Nun will ich darlegen, wie sie sich auch des gesamten Besitzes der Senatoren zu bemächtigen verstanden. Dann wird es beschrieben, wie sie eben auch die hohen Senatoren ausgeraubt haben. Aufgrund solcher Tatsachen haben viele von uns und auch ich selbst das Herrscherpaar niemals für Menschen von Fleisch und Blut gehalten, sondern für eine Art blutsaugender Vampire. Die Märchendichter gebrauchen die Bezeichnung Menschenfresser, die nur zur Vernichtung des ganzen Menschengeschlechtes und seiner Kultur menschliche Gestalt angenommen haben. Sie waren also Mensch und Dämon zugleich und stürzten die ganze Welt in ein unentwirrbares Chaos. Als Beweis hierfür mag unter anderem auch das ungeheure Ausmaß ihres Tuns gelten. Die dämonische Natur ist durch vielerlei Merkmale von der menschlichen verschieden. Gewiss hat es seit Urzeiten immer einige Menschen gegeben, die größtenteils durch eine günstige Gelegenheit oder durch einen angeborenen Hang zur Gewalttätigkeit für eine Stadt oder für ein weites Land zur Gottesgeißel wurden. Aber niemand außer Justinian und Theodora vermochte, seine ganze Generation und den gesamten Erdkreis derart ins Verderben zu reißen. Das Schicksal selbst scheint sich mit ihnen zum Untergang der Menschheit verbündet zu haben, denn zur gleichen Zeit gab es Erdbeben, Seuchen und Überschwemmungen, die eine beträchtliche Anzahl von Menschenleben forderten. Diese Katastrophen waren eben nicht Menschenwerk, sondern kamen von höheren überirdischen Mächten. Man erzählt, des Kaisers Mutter habe intimen Freunden anvertraut, Justinian sei weder der Sohn des Sabatius, ihres Gatten, noch sonst eines sterblichen Menschen. Es sei ihr damals ein Dämon erschienen, den sie mit ihren irdischen Augen nicht sehen, sondern dessen Nähe sie nur fühlen konnte. Der habe ihr beigewohnt und sei dann wie ein Traum wieder verschwunden. Naja, also, das kann man natürlich sehen, wie man will, ja. Aber Fakt ist, es gab ja mehrere Zusammenbrüche irgendwie in der Antike, und einer dieser Zusammenbrüche war wohl dann in der Spätantike um die Zeit Justinians, und die gängige Auffassung ist wohl, dass irgendwie ein Komet oder so erschienen ist und das irgendwie Naturkatastrophen ausgelöst hat und dass der Untergang der Zivilisation irgendwie von so Naturereignissen, was hier ja auch beschrieben wird, von Erdbeben und so weiter, dass die Erdbeben oder die Naturkatastrophen daran schuld waren. Und hier kommt eben noch dazu diese Politik des Justinian. Und man kann ja auch heutzutage sehen, ja, der Untergang Europas liegt nicht an irgendwelchen Erdbeben oder an irgendwelchen Naturkatastrophen, sondern das sind ganz bestimmte politische Entscheidungen, ja, die dazu führen. Und zwar wird es immer wieder in den Medien breitgetreten, ja, der große Weltuntergang durch die Klimakatastrophe oder sowas, ja, oder Überschwemmungen, das ist echt Dürrekatastrophen. Aber ich glaube, es ist wirklich eher die Politik, die irrationale und unverantwortliche Politik unserer Eliten, unserer Parteien und so weiter, und der Wirtschaftsmächte, die im Hintergrund agieren,
die zum Untergang führen. Also es sind handelnde Menschen. Und so ähnlich war das auch, wie gesagt, im Bolschewismus, der auch die Kultur und die Menschen zu Millionen vernichtet hat. Naja. Also die Wahrheit über die Antike, über die Wahrheit über die Verbreitung des Christentums kann man sich mal durchlesen. Ja, wer waren die Vorreiter des Christentums in der christlichen Kirche? Ja, das Heilige Römische Reich, ja, wo kommt das erst her?